Hallo Freunde, willkommen im Nether mit dem Zenedas im Let's Play Together Minecraft Staffel 2. Du meinst den Gott, oder? Den Gott Zenedas. Gott Zenedas. Den Gott, natürlich. So. Also, du hast leider keine anderen Leute, mit denen du aufnehmen kannst, deswegen bin ich hier. Ne? Ja, und endlich ist Dunki weg, das freut mich immer sehr. Weil der hat mir schon, weißt du kannst mit dem Outlast aufnehmen. Ich habe ja eigentlich drauf ge mein Plan war es ja eigentlich, ihn dabei zu haben, dass wir halt wenigstens einen haben, der bei den Jumpscares zusammenzuckt, ne? Okay. Und naja, er hat halt die ganze gruselige Stimmung zerstört. Alles klar. Durch seine hässlichen Kommentare. Gut gemacht. Ich meine, es ist halt mega lustig irgendwie, aber es ist halt auch traurig, weil so ein Spiel wie Outlast, was halt auch noch wirklich eine ansatzweise eine gute Story hat, ne? Danke. Aber, und dann kommt halt er und zerstört alles. Hast du eigentlich noch vielleicht was zu essen? Ich kann nicht mehr sprinten, hab nichts dabei. Ach Gott, du bist so professionell. Hey, also. Das Z in Zenitas steht für Qualität. Nicht cool. Okay, das war mies. Das war richtig mies, Mann. Da. Wie kommt man bitte doch her? Okay, danke schön. Ach ja, was hältst du eigentlich immer von diesen neuen YouTube-Updates, wie das Design sich immer verändert? Welchen YouTube-Updates? Ist schon wieder ein neues Design rausgekommen? Habe ich nichts Nein, von aber. mitbekommen. Nein, ist auch nicht rausgekommen, aber was hast du eigentlich davon gehalten, als es rausgekommen ist und. Das neue Design, ja, ich fand's am Anfang so, es ist, muss ja sagen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber es ist halt am Anfang so gewesen, so, okay, neues Design, einiges ist möglich. Und dann hat man es ein bisschen ausprobiert, sagt, ach, ist vielleicht doch ganz cool, weißt du? So am Anfang so totaler Schock, nein, ist schon wieder ein neues Design. Muss ich schon wieder irgendwie mit Photoshop arbeiten und dies und das ändern, aber ganz ernsthaft, man gewöhnt sich dran, das ist eigentlich ganz cool, möchte man nicht mehr zurück. Ja, gut. Aber irgendwie ändert sich auch, ändert YouTube irgendwie das Design irgendwie jedes halbes Jahr oder so. Nö, finde ich gar nicht. Das aktuelle Design, das ist jetzt schon mehrere Jahre. Nein. Doch. Aber jetzt Ja, die das halt das halt die haben oh, die haben jetzt die Trends haben sie jetzt letztens eingeführt. War nicht ja unbedingt ein gut, Schritt, den ich also bei den Trends schaue ich irgendwie gar nichts rein. ich auch nicht, aber allein wenn man mal drüber stolpert halt, merkt man halt so, ja, Titten-Thumbnails, Clickbait, denke ich mir so, das muss ich mir nicht geben, weißt du? Die meisten sind doch eh nur billige Fake-Pranks. Ja. Ach ja. So, wenn du jetzt weißt, wo es wieder zurückgeht. Achso, du bist jetzt, ich hab 16 Level, warte mal. Ja, ich würde jetzt gern mal zurück. Ja, okay, ich Wenn weiß nicht, wo. Warte weißt mal, nicht warte wo, mal. na Gott sei Dank. Warte mal, du hast Cobblestone irgendwo platziert mit der Säule. Ich glaube, das müssen wir nur kurz finden, ne? Dann sind Ja, wir wieder zurück. das müssten wir mal kurz finden. Das ist eine gute Idee. Das mal kurz finden. Ja, kurz hinten. Ja, ich denke mal, das wird auch kein Problem sein. Gut, dann find mal. Ich glaube, da war's, glaube, oder? Nee, oder? Könnte Da, auch nein, sein. da hab ich mich Ja, hochgebracht. genau, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, Was? oder? Nein. Ja, nee, doch nicht. Nein. Warte mal, ich baue noch das Quarz hier ab. Warte mal, ich schau kurz mal nach. Ja, schau du nach, ich baue das Quarz ab, ich habe nur Ja, 17 Level. warte. So. Im Nether sich verirren ist nicht sehr schön. Das ist nicht sehr schön, ja. Zumal, wenn man viel im Gepäck hat. Und ich habe ziemlich viel im Gepäck. Ich habe mehrere Stacks von dem Nether-Quarz. Nein, ey, du kannst auch dieses Nether-Quarz zusammentun. So einen Bock. Oh, scheiße. Ich höre einen Ghast. Ja, er ist an dir. Ah, er schießt auf mich! Soll ich dir helfen? Nein, komm ewig klar. Okay. Das Schöne ist, ich habe ja den Enchanter im. Du hast den Enchanter, so. Ja. Ja, ich hab den Armbrust, aber. Ja, der ist einfacher wieder zu kriegen als der Enchanter. Von daher, wenn du stirbst, ist nicht so tragisch. Generell, wenn du stirbst, ist nicht so tragisch. Oha! Das ist nicht sehr nett. Das ist nicht sehr nett. Ja, war es auch nicht gemeint. Oh. Boah, der Gas nervt mich schon. Du lässt die ganzen Pilze hier liegen. Was sind Pilze, Mann? Die findest du auch irgendwo anders. Na und? Dann baue ich mir draußen eine Pilzkuh. Nimm so eine Kuh und Faden und dann binde ich die Pilze einfach an die Kuh dran. Ja, Ich man eine kann eine Pilzkuh Pilzkuh. machen. Was? Man kann eine Pilzkuh machen. Ja, natürlich. Alles klar.
Ja. Davon habe ich noch nie gehört, aber irgendwie. Man muss nur kreativ sein. Okay, ja gut, wir müssen den Weg irgendwie zurückfinden. Also, ja, da ist hier ein Nether-Quarz, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier waren, dann nicht. Nee, aber lass uns mal das Quarz mitnehmen. Kannst du machen, aber ich will den Weg nach Hause finden. Ja gut, dann find du mal den Weg nach Hause, da hast du sicher großes Talent drin. Dann kümmere ich mich hier um die wichtigen Dinge. Ich glaube, wir hätten Dings das screenshotten sollen. Oder Fackeln nehmen sollen. Nee, wir hätten das screenshotten sollen mit Koordinaten oder sowas. Ja, das hätten wir auch machen sollen. Was auch gut wäre, wenn wir einfach eine Minimap hätten. Ja gut, aber ich halte nicht viel von der Minimap. Oh, ich halte sehr viel von der Minimap, weil mein Orientierungssinn ist immer der einer betrunkenen Fliege im Sturzflug. Also, ich frag mich, wie konnte ich bitte in Atera sehr gut im Nether mich auskennen, aber hier nicht? Ja, ich bin halt einfach mal Ich hab mich nicht weit entfernen müssen vom Nether, um auf Diamanten zu treffen, von daher. Na gut. Weil irgendein Spieler ist da vorher gestorben und ich hab's an seinen Items eingesammelt. Okay. Ach, geil. Gast getötet, kommt, der hat jetzt auch eine Gasträne getroppt. Nice. Hoffentlich. Vielleicht. Ja, hat er, sehr gut. Naja, was willst du damit dann machen? Weiß nicht, die sind selten. Weißt du, was wir eigentlich finden müssten? So eine Netherfestung? Ja, müssten wir finden, aber jetzt wäre es mir am liebsten, die würden erstmal den Ausgang finden. Naja, ich bin dabei, das gerade zu suchen. Ah, und der nächste Gast. Hat er auch eine Gasträne getroppt, bitte? Bitte, 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 bitte. Und dann, hat er? Ja, hat er. Okay. Müsste ich 3 Stück von denen haben. Oh, und jetzt bitte. Fuck, 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 ja. Alter, wo haben wir uns bitte nochmal gebuddelt, Alter? Ja, das frage ich mich auch. Habe ich den getroffen? Ne, der schießt nur einfach nicht mehr auf mich. Vor allem, wo bist du jetzt? Ich glaube, warte mal, hier ist Cobblestone. Hast du das passiert vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe keine Cobblestone mitgenommen. Doch, habe ich ein bisschen, aber. Wenn da Cobblestone ist, dann ist es vermutlich von mir. Weil ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, okay, ich weiß, wo der Weg zurück ist, aber das bezahlt nicht. Ah ja, okay, dann komm mal wieder zu mir. Ich bin an der Stelle, wo wir das erste Mal Cobblestone gefunden haben. Ah, okay, dann komm ich da mal zurück. Ich habe 70 FPS, das taugt nicht. Ich habe aktuell 60, das hat sich wieder eingependelt. Aktuell läuft's ganz okay. Ja, gut. Eigentlich, wenn du eh nur 30 FPS renderst, dann reichen dir auch 30 FPS. Eigentlich schon, aber wenn ich dann einen Einbruch habe, dann ist es gleich ein massiver Einbruch. Na gut. Ich bin bei der Stelle, wo du sagtest, wo wir zum ersten Mal Cobblestone gefunden haben. Ja, hallo hier. Hallo. Bitte. Komm mit. Ja. Ich muss das essen. So. Nee, warte mal. So. Was? Genau. Ja, schon wieder den nächsten Gast. Und hier hochstecken. Guck, hier war die Kompressionsräume. Ah ja, okay. So, ja. Kommst du? Ja, ich komme. Also. Ich glaube, bis es weitergeht, habe ich keine Ahnung. Hier ist noch Cobblestone. Warte mal. Hochstecken, zack. Ja, da sind wir hergekommen. Ah, hier hast du dich hochgegraben, treppenförmig. Ah, das Portal. Wir haben das Portal. Ja, ich sag ja, da sind wir hergekommen. Ja, klar. Ich hab's wieder erkannt. Gut. So, zum Glück habe ich das schön gefunden hier. So, und jetzt durch, zack. Ja. Unsere Folge müsste schon längst um sein, oder? Nein, wir nehmen seit circa 8 Minuten oder so auf. Okay. Ja, Moment. Wow, Moment! Hey, die können wir eigentlich killen, wer ist nicht im Radius der anderen? Stimmt, ja. Ah, nee, warte mal, hier ist auch noch einer. Kill den! Ja, hier, zeig dir, wie viel Spiel geht. Scheiß Cooldown. So, komm mal. Scheiß Cooldown. So, okay. Warte mal, hast du Wasser? Wenn Tom und Pigments kommen, dann können wir die gleich töten. Wenn sie ins Wasser fallen. Hier, nimm mal die Schaufel hier. So, ich bring jetzt mal den Enchanter in Sicherheit. Mach das.
Weil es behagt mir gar nicht, dass wir ihn einfach so hier rumtragen. Naja. So, ich hab damit kein Problem, wenn ich ihn so rumtrage. So. So. Und ja, genau, den Cobblestone, den Glowstone können wir in Sicherheit bringen. So. So. Ich kann mich auf den Dreschwert erstmal hier zur Sicherheit in die Kiste reintun, weil ich irgendwie Angst habe, dass es irgendwie verloren geht. Darum mache ich mir irgendwie ein bisschen mehr Sorgen. So, die Gastränen. Aber drei Stück von. Echt gut. Mhm. Warte mal, ich habe auch ein Knockback 1 Schwert. Warte mal. Kannst du ja probieren, das mit deinem Schärfe 3 Schwert zusammenzutun. Du hast auch ein Knockback 1. Mhm. Ja, okay, probiere ich. Ja, mach das. Ah, da brauche ich Lapis Lazuli. Hier, da am Boss. Zack. Nein, was ist hier? Du bist noch zusammen. Ach so, ja. Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt. Rückstoß 1, Schärfe 3. Da kommt mir das aufgefallen. So. Sehr schön. Das muss ich gleich ausprobieren. Das wird ja gerade Nacht. Das passt mir super. So. Dann schauen wir doch gleich mal, ob wir wen von der Klippe stürzen können. Ach ja. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen mal hier eine ordentliche Brücke bauen. Ja, wir haben uns einfach nur damals irgendwie rübergebaut. Viel Spaß. Hm. Ja, weil wir auch überlegt haben, jeder kriegt seine eigene Insel. Ja. Alter, ich weiß, warum es hier so leckt, weil so viele Hühner sind. Was ist jetzt vielleicht? Das sind die Framerate-Fresser. Ah! Oh, Kübers hat gespendet. Nein, unsere Hühner kommen alle frei. Alter, wenn ich hier... Junge! Aber das Junge. War auf... Ja, die Aktion... Hilfe. Die Aktion war auf der Facepalm-Skala wirklich ganz oben. Hey, was? Hey, das war nicht meine Schuld, dass wir auch sagen können, dass da ein Creeper war. Ja, hab ich ja nicht gesehen, du musst da selber drauf achten. Ja, ich du bist auch hier der Minecraft-Profi. Jetzt geht er weg. So. So. Nein, nicht da hinten durch. Da ist Sperre, hier. Ja, egal, tschüss. Wir haben eh genug Hühner. Umso weniger Hühner, desto mehr Fest. So. So, Hühner, Alter. Okay, das ist so ein hässlicher Kompass am Ohr, aber es ist egal. Ja, ist egal. Erstmal. Scheiß drauf. Ich kann mir irgendwas anders machen. Ja. Nein, was? Was machst du da? Ja, ich hab die da rüber geworfen. Ich kann jetzt gleich eine Aufnahme gleich wieder zeigen. Die kommen einfach, die sind einfach hier gespawnt anscheinend. Ach. Du hast die gegen den Zaun geworfen. Hab ich nicht. Hast du doch. Ich zeig dir gleich die Aufnahme. Junge. Ich hab die Hühner wollen mich verarschen. Ja. Mario, komm mal her. Eine Obsession mit... Ich habe übrigens eine tolle Idee gehabt. Und zwar, ich lege mir Hühner zu und dann kill ich sie alle. Und dann ist der Hahn solo. Was? Wie kam's denn bitte auf solchen Schein? Warte mal. Ich kill alle Hühner. Oh mein Gott. Ist es dir gerade eingefallen oder was? Ja, da habe ich schon längere Zeit gehört. Vor längerer Zeit diesen Flachwitz. Ach du Kacke, war das dumm. Natürlich. Warum kann ich überhaupt so schnell? Ah! Das Schubsen ist so scheiße, Alter. Hä? Ich hab dich doch nicht mal. Nee, ich hab dich geschubst und dann bin ich einfach auf dich geknallt oder so. Das war ja. So scheiße. Was wollte ich? Ah ja, ich wollte Erde mitnehmen, genau. Hey, wollen wir jetzt eigentlich eine gescheite Brücke bauen? Nee, das wollte ich gerade nicht. Ich möchte einen gescheiten Aufgang zum Portal bauen. Gescheiten, ach oh. Aber eine gescheite Brücke können wir auch bauen. Ey, lass uns doch die... Wir haben doch eh... Ja, wohl, das... wahrscheinlich wird das nicht reichen, oder? Was wird nicht reichen? Naja, so eine Hängebrücke wäre geil, oder? Aus was? Holz. Könnten wir ja mal probieren. Aha. Warte mal, ich glaube, wir haben so genug Holz, oder? Wir müssen halt das noch aus Pattern machen. Warte mal, ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich baue hier mal ein bisschen Erde hin, dann haben wir hier einen gescheiten Aufgang zum Portal. Okay, ich gehe nach unten mit einer Steinhacke und pflanze die Bäume ab. Das wäre eine gute Idee. Ja, aber ich pflanze wieder neue hin. Ja, ich baue erstmal die Bäume hier oben aus dem Ab. Hä? Was? Hallo, ich habe hier ein Schärfe 3 Schwert, aber braucht trotzdem drei Schläge, um so einen blöden Zombie wieder zu kriegen. Du musst halt den Cooldown. Ja, ich hab den Cooldown beachtet.
Ja, bist halt ganz fertig jetzt natürlich. Also, na gut. Keine Ahnung. Vielleicht ist doch ein Jahr 5 Schwert mit Feueraspekt nötig. Vielleicht haben sie auch die Zombies einfach stärker gemacht. Das kann auch sein. Nee, das eigentlich nicht. Kommen wir immer gleich noch vor. So, und gleich ist unsere Folge vorbei. Ah ja, okay. Sogar 50 Sekunden oder so. So, erstmal hier das Zuckerrohr abpflanzen. So. Die gute alte Farm hier unten. Also, der ist doch halbwegs ordentlich. So. Habe ich eine Schaufel? Nö. Dann halt nicht. So, erstmal das hier abbauen. Immer nacheinander das einzelne Weizen hier. Lalala. Zack. Und unsere Folge ist vorbei. Unsere Folge ist vorbei. Na gut. Dann beenden wir sie doch am besten. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gute Folge. Bestes Projekt. Tschüss. Tschüss. So.